Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich den Vortrag hier halten darf. Okay, mein Titel ist Forschen muss Spaß machen. Also ich gebe Ihnen sozusagen mein Fazit jetzt gleich zu Anfang. Am Ende wird sozusagen die Erkenntnis stehen, Forschen muss Spaß machen. Hallo. Ja, die Frage ist, warum spreche ich überhaupt über Forschen in dem Kontext? Okay, ich denke, das liegt auf der Hand. Ja? In Ihrem Studiengang lernen Sie ja, wissenschaftlich zu arbeiten und ihren Forschungsinteressen nachzugehen, eine Forschungsfrage zu verfolgen und ja, eine forschende Haltung einzunehmen. Das ist ein ganz wesentliches Element Ihres Studiengangs und das ist jetzt auch nicht von mir ausgedacht oder von uns ausgedacht, sondern das steht so in der Studienordnung. Mal eins weiter. Also in der Studienordnung Absatz 2, da steht drin die deutliche Ausrichtung auf den Forschungs- und Praxisbezug. Und hier wird von forschendem Lernen gesprochen. Und außerdem im Modulhandbuch findet sich das auch überall wieder. Ne? Das Forschungsprojekt im Modul 5, ich glaube, die Poster, die draußen hängen, sind aus Modul 5. Ne? Genau. Forschungsmethoden haben Sie im Modul 1 gelernt, Modul 1, zwei Veranstaltungen. Und letztlich natürlich auch die Masterarbeit, vor der Sie jetzt alle stehen. Ja, Sie haben jetzt sozusagen schon ein gewisses Grundfundament an Wissen und an Kompetenzen erworben, was das Forschen anbelangt. Hallo. Ja, und entwickeln jetzt im Laufe Ihres Studiengangs noch weiter. So, dabei gibt es eine Gefahr, die ich immer wieder wahrnehme, jetzt nicht nur in diesem Studiengang oder überhaupt nicht in diesem Studiengang, sondern generell, wenn es darum geht, forschen zu lernen oder wissenschaftlich arbeiten zu lernen, dass in der Zeit, in der man das lernt, der Fokus sehr stark eingeschränkt ist auf Methoden und die Methoden sauber zu verwenden und dass darin ein paar Gefahren liegen. Okay, da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal wissenschaftliches Arbeiten. Was lernt man, wenn man wissenschaftlich arbeiten lernt? Ein großer Bereich hier sind natürlich die Forschungsmethoden, ja? Also qualitative, quantitative Methoden. Wie führe ich Interviews richtig durch? Wie werte ich Interviewdaten richtig aus? Wie gestalte ich einen Fragebogen? Wie führe ich ein Experiment durch? Welche Versuchspläne gibt es da? Welche abhängigen, unabhängigen Variablen? Wie kann ich das kontrollieren? Und so weiter, ja? Das steckt alles hier oben in Forschungsmethoden drin. Dann ein großer Bereich auch Statistik, ne, vor dem viele erzittern, oh Gott, Statistik, Mathematik steckt da auch irgendwie mit drin beim Forschen. Ne? Wie kann ich meine Daten auswerten? Welche statistischen Methoden sind angemessen den Daten und den Forschungsmethoden und so weiter? Ja, dann ein großer Bereich ist wissenschaftliches Schreiben. Wie schreibe ich einen wissenschaftlichen Text? Welchen Stil muss ich verwenden? Wie referenziere ich Literatur richtig? Wie zitiere ich richtig und so weiter? Das steckt alles hier im wissenschaftlichen Schreiben, denn wie ist ein Artikel aufgebaut? Ein wissenschaftlicher Artikel ist auch ein großes Thema. Ja, und dann letztlich präsentieren. Hier haben Sie jetzt Posterpräsentationen. Wie stelle ich meine Ergebnisse, meine Forschungsergebnisse als Posterpräsentation richtig dar? Und natürlich auch einen Vortrag halten. Ja, also wie ich es jetzt hier tue, wie halte ich einen Vortrag, richtig einen wissenschaftlichen Vortrag? Wie führe ich anschließend die Diskussionen, ja, angemessen. Ne? Hinter so einem Vortrag gibt es ja meistens auch eine Diskussion. So. Da gibt es unglaublich viel zu lernen. Und man beginnt in dem Masterstudiengang damit und wenn man anschließend eine Promotion macht, lernt man das weiter und so. Ne? Und eigentlich lernt man das sein ganzes Leben lang. Also ich lerne heute auch noch ganz viel dazu. Ja, da gibt es viel zu lernen und nicht nur in der Breite, sondern auch in der Tiefe. Und da gibt es unglaublich viele Details, die man kennen muss. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, gehen wir hier in den Bereich wissenschaftliches Schreiben und zeige Ihnen mal, was man da alles an Details lernen kann. Nämlich beispielsweise, wie zitiere ich richtig Literatur oder wie mache ich ein Literaturverzeichnis korrekt. Da gibt es verschiedene Richtlinien und so Richtlinien muss man eben kennenlernen und letztlich ja, vielleicht zu einem gewissen Maße auch auswendig lernen, weil es eben Konventionen sind, die sich nicht direkt erschließen. Eine davon ist APA-Style, der Association of Psychology in America, ich glaube, oder American Psychology Association, genau. Das ist eine ganz gebräuchliche Richtlinie in der Psychologie und auch immer mehr in allen Bildungswissenschaften eigentlich, auch in den Fachdidaktiken. So. Ja, wie zitiert man da? Ne? Wenn man jetzt das lernt, dann beschäftigt man sich mit sowas. Ja, wie muss ich jetzt hier ein Buch angeben, hinten im Literaturverzeichnis? Und das ist noch relativ einfach. Ne? Da sieht man, okay, Nachname, Komma, Vorname abgekürzt und Nachname, Komma, Vorname abgekürzt, in Klammern die Jahreszahl, dann kursiv der Buchtitel und dann der Ort, Doppelpunkt, Verlag,
Punkt. Ich habe jetzt mal die Interpunktionszeichen mitgesprochen, weil das ja wesentlich ist, damit es korrekt und einheitlich aussieht. Und das lernt man dann. So, und dann kriegt man irgendwie mit, dass das alles doch sehr detailliert und sehr seltsam zum Teil ist. Wenn man sich anschaut, wie ein Artikel in einem Herausgeberwerk aussieht, dann ist das so ähnlich. Hier Nachname, Komma, Vorname, Abkürzung, Klammern. Dann kommt der Text oder der Titel des Artikels. Und jetzt geht's los. In. Und jetzt kommt Vorname, Nachname. Da fragt man sich, warum kommt denn jetzt der Vorname zuerst und nicht der Nachname? Ist Konvention, okay? Muss man lernen, muss man wissen. Wenn man es anders macht, macht man es falsch. Das lernt man an der Stelle. So. Und dann hinten, hinter dem Buchtitel, der wieder kursiv geschrieben ist, da lernt man dann hier, dass da hinten die Seitenzahl kommt, von dem Text Seite S. abgekürzt, also Klammer auf, S. abgekürzt und dann die Seitenzahlen, Klammer zu und hinten wieder der Verlag mit Ort. So, soweit alles klar. Jetzt wundert man sich vielleicht, wie man Journalartikel referenziert hinten. Hier vorne ist wieder alles gleich, da kommt der Titel. Jetzt kommt hier das Journal kursiv geschrieben und zwar gibt es jetzt sowas wie eine Jahreszahl und dann eine Nummer innerhalb des Jahres, wobei man kursiv schreibt bis zur Jahreszahl, okay, dann nicht mehr kursiv, die Nummer ist nicht mehr kursiv an der Stelle und dann kommen hinten die Seitenzahlen und zwar diesmal, das muss man auch wissen, ohne S-Punkt vorne dran. Okay, so, also, ich habe jetzt mal überspitzt etwas dargestellt, dass man im Laufe des wissenschaftlichen Arbeitenlernens sehr stark fokussiert und wertschätzt. Ja, also diese Details des wissenschaftlichen Arbeitens, wie arbeite ich sauber wissenschaftlich? Und ich habe schon am Anfang angekündigt, da steckt eine gewisse Gefahr drin, nämlich folgende Gefahr. Achtung, Gefahr. Die Gefahr steckt da drin, dass man den Fokus zu stark auf die Methode lenkt und darüber den Inhalt vergisst. Ja, also was beforsche ich hier eigentlich? In welchem Feld bewege ich mich? Und was sind die darin interessanten Fragen? Wie macht sich das unter anderem deutlich? Das macht sich dadurch bemerkbar, dass man in einem wissenschaftlichen Vortrag sitzt. Vorne hält jemand seinen Vortrag, super interessant, habe ich schon ein paar Mal erlebt. Inhaltlich extrem spannend. Und dann geht es zur Diskussion. Und dann kommt der erste Finger und dann sagt jemand, ja, die Datenauswertung, die Sie da gemacht haben, das sind ja eigentlich nicht intervallskalierte Daten, sondern ordinalskalierte Daten. Wieso verwenden Sie einen T-Test? Ja? So, dann geht die Diskussion über diese statistischen Auswertungsmethoden, und zwar die gesamte Diskussion lang. Und man fragt sich, ist denn überhaupt niemand in diesem Raum an dem Inhalt interessiert? Was macht der da eigentlich? Und mal davon abgesehen, dass da forschungsmethodisch vielleicht so ein paar Dinge unsauber sind, da kann man natürlich diskutieren, darüber muss man auch diskutieren, aber warum stellt denn keiner eine Frage zum Inhalt? Und Wissenschaftler sind schon teilweise so, dass man dann, wenn man in so einem Raum sitzt und dann meldet sich einer und stellt so eine Frage, dann geht es natürlich nicht nur darum, die Frage zu stellen, sondern es geht auch darum zu zeigen, dass man selbst etwas weiß und dass man sich in statistischen Methoden auskennt und ja, vielleicht geht es auch um Prestige und Status. Okay, egal. Also das ist so eine Sache, wo man merkt, okay, oft geht der Blick zu stark auf die Methode. Ich sage auch gleich, natürlich, das ist jetzt kein Plädoyer dafür, das methodische Vorgehen nicht wertzuschätzen oder so. Man muss natürlich sauber vorgehen. Es geht nur um darum, dass hier vielleicht eine Verzerrung stattfindet. Der sollte eigentlich ausgewogen sein zwischen Methode und Inhalt und nicht so stark auf Methode. So, eine weitere Gefahr, die darin besteht, ist, dass wenn man zu stark die Methode fokussiert, dass die Kreativität verloren geht. Und ja, letztlich auch die Innovationsfähigkeit. Wenn man sich stark in einem Gebiet bewegt, in dem vieles schon festgeklopft ist und systematisiert und so weiter, und wenn man sich dort in den engen methodischen Bahnen bewegt, die ein Gebiet vorgibt, dann kann es passieren, dass man überhaupt gar nicht in die Lage kommt, einfach so eine richtige extreme Neuerung zu machen. Also man bewegt sich immer so in fieslichen kleinen Ecken und kriegt da vielleicht in irgendeiner Weise ein Ergebnis raus, was in dieser kleinen fieseligen Ecke eine Bedeutung hat, aber so richtige Innovationen, so richtig losgelöst von allem, was bislang gemacht wurde, das ist schwer, wenn man sehr stark den Blick auf die Methoden lenkt. Ja, damit geht vielleicht auch der Spaß verloren. Also wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt immer diese fieseligen Literaturverzeichnisse so machen muss, man muss es so machen, aber man darf darüber nicht vergessen, dass man eigentlich ja kein Studium macht, um jetzt Methodenexperte zu werden, sondern eigentlich ist man ja an den Inhalten interessiert. Sie machen jetzt ein Studium im Bereich Bildungswissenschaften, also eigentlich sind Sie ja an Bildung interessiert
und an den Inhalten da drin und in diesem Bereich inhaltlich zu forschen. Und man darf nicht vergessen, dass das eigentlich das eigentliche Interesse ist, weswegen man so einen Studiengang ja wählt, und dass man den Spaß und das Interesse an diesen Inhalten auch nicht darüber verlieren sollte, dass man sich stark mit Methoden befasst. Gut. Und am Ende noch hier vielleicht ein Hinweis, je mehr man sich ins akademische Feld bewegt, umso mehr verliert man den Blick für die relevanten Fragen, ja, und zwar für die Praxisfragen. Das ist natürlicherweise, wenn man aus einem Gebiet rausgeht und in ein anderes Gebiet rein, dann verliert man den Blick mit der Zeit für die Gebiete, aus denen man vorher gekommen war. Ja? Ich gebe Ihnen auch gleich ein paar Beispiele, nämlich mal selbstkritisch aus meiner eigenen Erfahrung. Okay, das erste Beispiel ist das folgende. Ich habe mal eine Studie gemacht mit Florian Schimpf, ein Kollege von mir aus Ludwigsburg, und zwar ging es um Eye-Tracking. Eye-Tracking ist eine Methode, bei der man messen kann, wo jemand hinguckt auf dem Monitor. Da sitzt also vor dem Monitor und da ist so eine Kamera über dem Monitor und wo Sie hingucken, verfolgt diese Kamera und dann können Sie aufzeichnen und sehen Sie anschließend, können Sie abspielen, wo jemand wann hingeguckt hat. So. Das ist eine sehr ausgefeilte Methode, die letztlich auf Wahrnehmung des Menschen abzielt, ja, und mit der man sich intensiv befassen muss, um zu verstehen, wie man so ein Experiment macht, bei dem man misst, wo Leute auf dem Monitor gucken. Und unter anderem waren wir an folgender Frage interessiert. Es geht um den Einsatz von Software im Mathematikunterricht. Und da gibt es ein Werkzeug, das heißt hier Cinderella, aber man kann auch jedes beliebige andere Werkzeug nehmen, das sehr viele Funktionen anbietet. Und das sieht man hier meistens an der Benutzungsoberfläche, sehr viele Buttons und Elemente, die man anwählen kann. Unsere Vermutung war, dass eine solch komplexe Benutzungsoberfläche den Schüler stark kognitiv dahingehend belastet, dass er sich stark auf die Funktion der Software konzentrieren muss und dabei wenig kognitive Kapazität frei bleibt für die Verwendung, für die Mathematik. Ja? Also ich bin stark beschäftigt damit zu lernen, wie ich das Programm benutze und habe keine kognitiven Kapazitäten mehr frei für die Mathematik. Das war unsere Vermutung. So, also was haben wir gemacht? Wir haben Schüler vor diese oder Schüler und Studenten vor diese Umgebung hier gesetzt. Vor einem mit weniger Buttons, ja, im Sinne von, dass wenn ich eine weniger komplexe Oberfläche zur Verfügung stelle, dass man dann mehr kognitive Kapazitäten frei hat für die Mathematik und hier unten das Ganze nochmal umsortiert. Okay. Da es schwierig war, jetzt in diesem Kontext die Mathematik mit zu berücksichtigen, haben wir gesagt, okay, uns genügt es an erster Linie erstmal, festzustellen, wie lange braucht jemand, um ein Icon zu finden, das wir ihm vorgeben. Wir müssen sich vorstellen, wir haben jetzt einfach irgendein Icon kurz eingeblendet, zum Beispiel dieses hier. Dann wurde es ausgeblendet und dann gab es eine Gruppe, die hat diese Schnittstelle gesehen, eine diese. Und dann haben wir gemessen, wie lange braucht jemand, um die Augen auf dieses Ding hier zu lenken. So. Ein mordsaufwendiges Experiment. Ja? Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie haben nur einen Eye-Tracker. Okay? Und wir haben, ich glaube, über 70 Personen da durchgeschleust. Das heißt, Sie brauchen, das dauert natürlich immer so 20 Minuten oder so, ja, also ein unglaublicher Aufwand, dieses Experiment durchzuführen. Nebenbei bemerkt, kostet so ein Eye-Tracker auch richtig viel Geld. So ein Eye-Tracker, ich glaube, wir haben damals, weiß nicht, 20.000, 30.000 Euro irgendwo in dem Dreh haben wir dafür ausgegeben. Ja? Eye-Tracker gekauft, Experiment durchgeführt und jetzt zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Hier links sehen Sie die Zeit in Millisekunden, wie lange die Versuchspersonen gebraucht haben, diese Elemente zu finden. Und hier unten gab es verschiedene Phasen und hier sehen Sie diese drei verschiedenen Linien, sind die drei verschiedenen Versuchsgruppen. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Details. Es geht eigentlich eher darum, dass es keinen Unterschied zwischen den drei Gruppen gab. Ja, völlig identisch. Und es gab vielleicht einen Unterschied. Wir haben noch untersucht Icons, die man in der Testphase gezeigt hat anschließend und Icons, die man in der Testphase nicht gezeigt hat, aber neu finden musste. Da haben alle in etwa eine Sekunde länger gebraucht, aber es gibt eigentlich keine richtigen Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. So. Anschließend haben wir uns zurückgelehnt und gefragt, was haben wir jetzt hier eigentlich gemacht? Und wir mussten feststellen, es ist natürlich, eigentlich ist es völlig irrelevant. Ich meine,
Anders gesagt, angenommen, es käme ein echter Unterschied heraus. Angenommen, wir hätten hier signifikante Unterschiede gemessen. Also die eine Versuchsgruppe hätte 2 oder 3 Sekunden länger gebraucht als die andere. Ne? Dann hätten wir einen Unterschied von 3 Sekunden gehabt, der wäre vielleicht wirklich bedeutsam gewesen in diesem Kontext. Aber wenn man jetzt mal anschaut, welche Relevanz hat das für die Praxis? Wir haben so eine 45 Minuten Unterrichtsstunde, da sitzen Schüler an Computern und arbeiten mit diesem Werkzeug. Ob die jetzt 2 oder 3 Sekunden länger brauchen, um ein Icon zu finden oder nicht, wird wahrscheinlich keinen wesentlichen Effekt auf den mathematischen Lernerfolg haben. Da gibt es andere Dinge, die viel mehr Einfluss auf die Varianz haben, ja? Beispielsweise gute Aufgaben. Ja? Wie gestalte ich diese Unterrichtsstunde didaktisch? Das sind doch die eigentlichen praktischen Probleme und Fragen, die Sie stellen, wenn ich Computer im Unterricht einsetze. Das interessiert vielleicht Wahrnehmungspsychologen und in dem Kontext ist es auch sicherlich eine interessante Studie. Aber ich habe mich danach auch gefragt, als Fachdidaktiker muss ich solche Untersuchungen machen oder will ich mich nicht eigentlich mit den wirklich praxisnahen Problemen befassen? Eine andere Geschichte war, dass ich über 5 Jahre lang hinweg ein Werkzeug entwickelt habe, mit dem man Benutzeraktivitäten auf dem Bildschirm aufzeichnen kann und wieder abspielen lassen kann. Kennen Sie vielleicht von Screencast, jetzt mal vom Video und sieht, wie jemand was macht. Das Besondere an diesem Werkzeug war, das waren keine Videos, sondern die tatsächlichen Aktionen wurden wiedergegeben. Also die echte Maus, der echte Mauszeiger hat sich bewegt, hat geklickt, es gab wirklich Tastatureingaben, sodass Sie Folgendes machen konnten. Sie konnten eine solche Wiedergabe auf einem Computer starten und nachdem sie fertig war, war die Software exakt in dem Zustand und dann konnte man da weiterarbeiten. Ja, anders als bei einem Video, wo man alle Schritte nochmal wiederholen müsste. So, das war 5 Jahre Entwicklungsarbeit insgesamt und ich muss sagen, das ist ein Werkzeug, das eigentlich gar keiner einsetzt. Es war unglaublich viel Aufwand und letztlich muss man feststellen, auch hier vielleicht an der Praxis vorbeigearbeitet. Die Idee war, dass Lehrer hinterher kommen und Umgebungen vorbereiten für die Schüler, die sie einsetzen. Das Werkzeug war aber so unhandlich, dass letztlich keiner es im Endeffekt eingesetzt hat. Ja, also die Relevanzfrage ist ganz relevant, insbesondere weil, und das muss man deutlich sagen, weil Forschung Geld kostet und Aufwand bedeutet. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dass das, was Sie tun, auch wirklich Bedeutung hat, dann lehnen Sie sich mal einen kurzen Moment zurück und fragen sich, ist das jetzt wirklich wichtig, soll ich das tun? Ja, oder sollte ich lieber in andere Felder gehen? Ja, hier bei Prediger, Susanne Prediger hat das mal hier schön dargestellt. Fachdidaktische Wissenschaft, aber eigentlich ist es gar nicht auf Fachdidaktik beschränkt, sagen wir mal bildungswissenschaftlich. Ja. Sie haben Theorie natürlich, ja, und die Theorie ist ein wesentliches Element, aus der Sie Informationen gewinnen können, wo sich Forschung lohnt und wo Forschung interessant ist. Und natürlich forschen Sie nicht nur, sondern Sie entwickeln auch. Also als Didaktiker und als Pädagoge und Bildungswissenschaftler ist man nicht nur analysierend tätig, sondern auch entwickeln. Sie entwickeln didaktische Szenarien, sie entwickeln Methoden, sie entwickeln Umgebungen, die sie überprüfen wollen. Sie sind eigentlich machen sie auch Entwicklungsforschung, da kommt beides so letztlich zusammen. Das Wesentliche an der fachdidaktischen Wissenschaft und der Bildungswissenschaft ist aber hier oben die Unterrichtspraxis oder die Praxis in der Bildungsinstitution, ich will es nicht unbedingt Unterricht nur nennen, aus der bestimmte Probleme hervorgehen oder Phänomene auftauchen. Und eigentlich sollte bildungswissenschaftliche Forschung auch sich an solchen praktischen Problemen und Phänomenen orientieren. Das ist jetzt gar kein Plädoyer gegen Grundlagenforschung, die auch durchaus praxisfern sein kann. Oft findet man aber in den Bildungswissenschaften Forschung, die eigentlich praxisorientiert sein könnte, es aber irgendwie nicht ist. Neulich habe ich mal mit jemandem unterhalten, der ein Lernspiel entwickelt hat, ja, ein Computerspiel zum Lernen. Und der hat mir erzählt, der hat es entwickelt und hat auf einer Tagung vorgestellt, auf einer Konferenz vorgestellt, war auf einer Messe damit und es kommt überall gut an. Und dann fragt man, ja, hast du es denn auch schon mal eingesetzt, also in der Schule so zum Lernen? Nee, das hat er noch nicht gemacht. Ja? Und dann fragt man sich, okay, kann ja sein, dass man noch nicht dazu gekommen ist oder so, aber was mich gewundert hat, war seine Verwunderung über die Frage. Ja, also wenn ich schon ein Lernspiel produziere, dann sollte ich doch in irgendeiner Weise auch im Blick haben, dass ich das mache für eine reale Lernsituation, in der das eingesetzt wird. Okay, also das sollte doch nicht aus dem Blick verlieren und das ist ja auch letztlich das, was inhaltlich interessiert. Okay, also das Wichtigste in der Forschung überhaupt,
vielleicht das nochmal deutlich zu sagen. Das erscheint jetzt gleich hier. Ich mache es jetzt ganz deutlich, weil es das Wichtigste ist. Okay? Und um es wirklich deutlich zu machen, habe ich noch zwei Pfeile dran. Das Wichtigste erscheint jetzt hier. Aufgepasst, Trommelwirbel. So. Das Wichtigste ist natürlich die Forschungsfrage. Also wenn Sie Forschung betreiben, ist das Wichtigste die Forschungsfrage. Und die Forschungsfrage, das sollte eine Forschungsfrage sein, die Sie wirklich interessiert. Und zwar nicht nur aus akademischen Interessen. In der Forschung passiert es häufig so, dass man ein akademisches Problem mit akademischen Methoden löst und zu akademischen Ergebnissen kommt, aber eigentlich braucht es keiner. Wichtig ist, dass es eine Frage ist, die Sie persönlich interessiert und die Sie vielleicht auch mitbringen aus Ihren Praxisbezügen, aus Ihren Praxiserfahrungen. Irgendeine Frage, die Sie aus Ihrer Praxissicht interessiert und begeistert. Ja, vielleicht nochmal gerade zu Forschungsfragen, was ein falsches und richtiges Vorgehen. Falsch ist so, das findet man auch häufiger, Sie erheben Daten und anschließend überlegen sich die Fragen, die dazu passen. Das ist auch kein richtiges Forschungsvorgehen. Also natürlich ist es so, das wissen Sie mittlerweile auch, dass man immer am Anfang die Frage hat, dann braucht man Forschungsmethoden, um zu Daten zu kommen und dann analysiert man die Daten und dann kommt man zu Antworten auf die Fragen. So, das ist so ein ganz grundsätzliches Vorgehen in der Forschung. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich dazu? Ne? So. Und häufig ist es so, dass solche Fragen hinterm Schreibtisch entwickelt werden, aus Literaturstudium, aus Theoriestudium, was in Ordnung ist. Ja? Es ist nie ein Entweder-Oder, sondern es ist immer ein Mehr vielleicht von Praxis und weniger von reiner Theoriearbeit. Forschungsfragen können hieraus erwachsen und das ist auch durchaus legitim. Aber was man nicht vergessen sollte, und ich befürchte, das wird häufig eben nicht berücksichtigt, sind die persönlichen Interessen, Erfahrungen und Kontexte, aus denen sie stammen. Viele von Ihnen, weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt niemanden von Ihnen wirklich persönlich, aber viele von Ihnen stammen sicherlich auch aus Praxisfeldern, haben eigene praktische Erfahrungen gemacht. Und diese praktischen Erfahrungen, die dürfen Sie mit einbringen in Ihre eigenen Forschungsinteressen und sollen das auch tun. Also wenn Sie jetzt an Masterarbeiten gehen, ja, Sie brauchen nicht den Eindruck zu haben, Sie müssten sich rein akademischen Fragen widmen. Ja, sondern im Gegenteil, Sie dürfen und können und sind angehalten, Ihre persönlichen Erfahrungen mit einzubringen, weil Sie Ihre ganz persönliche Sichtweise auf ein Forschungsfeld mitbringen und vielleicht für die Forschungslandschaft gerade das Neue und Wertvolle ist, Ihre individuelle Erfahrung in Ihrem Forschungsfeld. Die sollen Sie hier mit einbringen. Und natürlich, das Wichtige ist auch natürlich nicht nur das, sondern es ist eigentlich mehr alles von allem, ja, Ihre persönlichen Fragen, die müssen Sie natürlich auch mit Literatur und Theorie gegenchecken. Was gibt es in dem Gebiet schon? Was haben andere gemacht? Und dann lernen Sie über die bisherigen Forschungsergebnisse und schärfen Ihre eigenen persönlichen Interessen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel mitgemacht. Okay, das ist jetzt ein Beispiel, Susanne beispielsweise hier. Ne? Die hat folgenden Kontext, die ist Lehrerin an der Hauptschule. Und was ist sie für eine Lehrerin? Sie ist Mathematiklehrerin und sie ist insbesondere daran interessiert, Mathematik zu lernen und zu lehren natürlich und insbesondere gute Aufgaben zu stellen. Und außerdem hat sie Erfahrungen gemacht als Lehrerin, nämlich eine besondere Erfahrung ist, dass Bruchrechnen verdammt schwierig ist. Sie kämpft immer damit, Bruchrechnen in der Schule zu vermitteln, dass die Schüler verstehen, wie man zwei Brüche addiert, multipliziert und so weiter. Und außerdem ist ihre Erfahrung, dass da Heterogenität eine ganz besondere Herausforderung ist, das unterschiedliche Leistungsniveau der Schüler diesbezüglich. Das ist Ihre persönliche Erfahrung, die Sie mitbringt und Ihr persönliches Interesse. Und daraus könnte eine Frage erwachsen, nämlich mit welchen Maßnahmen kann man Schülerinnen beim Bruchrechnen lernen unterstützen? Das ist erstmal total, vielleicht eine total platte Frage in erster Linie, ja, und auch naheliegend. Aber man könnte sich vorstellen, dass wenn Susanne jetzt anfängt, Literatur zu suchen, was gibt es denn darüber denn schon? Was gibt es für Forschungsergebnisse? Welche Methoden haben Leute schon gefunden? Welche Ergebnisse gibt es, die da sagen, welche Methode besser ist als welche andere und so weiter? Na, dann könnte sie auf eine Idee kommen innerhalb ihres persönlichen Erfahrungskontextes, wo sie sagt, Mensch, das ist doch eine Idee, das könnte ich mal ausprobieren. Vielleicht auch beruht auf ihren eigenen praktischen Erfahrungen. Sie sagt, warum gibt es denn eigentlich zu dieser Methode noch gar keine Forschung und das mache ich jetzt. Und dann hat es auch für Susanne Bedeutung und dann macht es ihr auch Spaß. Ja? Hoffentlich. So. Jetzt ist nochmal das hier ganz offen und ich habe das deswegen offen gelassen, weil Sie das für sich ausfüllen können. Schreiben Sie Ihren Namen hier rein.
können Sie Ihre Interessen da dran schreiben, Ihre eigenen Erfahrungen, Ihren persönlichen Kontext, aus dem Sie kommen. Und vielleicht entwickelt sich dann auch eine Frage, die Sie interessiert. Naja, das macht man natürlich auch nicht in einer Viertelstunde am Schreibtisch, sondern das ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr, Jahr oder Jahre hinweg entwickelt. Gut, jetzt vielleicht noch abschließend einen Begriff, oder wenn man den Begriff Forschen mal anschaut. Ne? Wer sind denn... Es gibt auf der Welt viel mehr Forscher, als man denkt, nämlich diejenigen, die von Natur aus schon forschend tätig sind. Ja, kann man sagen? Bis gleich, ja klar. Bis gleich. Die Natur aus schon forschend tätig sind, nämlich Kinder. Ne? Kinder erforschen ihre Umwelt. Und zwar mit einer richtigen Neugier, ne? Wirklich rauszukriegen und mit sich befassen. Das sind echte Fragen mit Relevanz. In der Situation wollen Sie diese Frage klären. Ne? Was passiert, wenn ich diesen Topf hier vom Tisch stupse? Ne? Und passiert das wieder und wieder und wieder, dass die Suppe auf dem Boden landet? Okay, ich erfinde jetzt irgendwas. Ne? Aber das sind echte Fragen, die wirklich Bedeutung haben für die Kinder. Im Moment, die sind wirklich begeistert und 100% konzentriert auf diese Frage. Sie haben auch einen gewissen Mut und Sorglosigkeit. Keine Angst vor Fehlern, Frustrationstoleranz. Ne? Sie haben so einen Entdeckungs- und Forschungsdrang, der nicht zu bremsen ist. Und erschrecken auch nicht vor Scheitern zurück. Ne? Wenn man überlegt, wie ein Kind laufen lernt, wie oft es sich auf den Hintern setzt. Ja? Und es aber trotzdem immer wieder versucht. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Oder die Skater. Ne? Wenn man überlegt, wie Skateboardfahrer, wenn die irgendwie so Treppen runterfahren und so Geländer, wie oft die auf die Schnauze fliegen. Ja? Und trotzdem wieder aufstehen und es nochmal probieren, solange bis sie es können. Das ist so eine Haltung, die ja, kann man sich hier abschauen, letztlich auch in der Forschung. Man fliegt oft auf die Nase in der Forschung, aber trotzdem nicht locker zu lassen, wenn man an was interessiert ist, und immer wieder zu probieren und anders zu probieren, bis man zu einer Lösung kommt. Also so eine forschende, neugierige Haltung, die kann man sich auch als professioneller Forscher im bildungswissenschaftlichen Bereich abschauen. Ja, und am Schluss habe ich hier noch hingeschrieben, verrückte Ideen. Oh, verrückte Ideen steht da. Naja, ist ein Tippfehler. Sie sollten auch nicht vor verrückten Ideen zurückschrecken. Und zwar nicht in dem Sinne, dass Sie denken, oh, die Idee ist jetzt verrückt, das ist nicht wissenschaftlich genug, das sollte ich lassen. Ja? Sondern wenn Sie eine Idee haben, dann machen Sie die. Und ich habe das auch gelernt im Laufe der letzten Jahre, einfach die Dinge zu tun, wo man denkt, das muss ich jetzt machen. Ne? Selbst wenn es nicht wissenschaftlich fundiert ist oder so, man sammelt trotzdem Erfahrungen, die einen dann auch in der eigenen wissenschaftlichen Arbeit weiterbringen. Kurz, ich komme gleich zum Ende. Eine solche Dinge war die Bildungsexpedition gewesen. Wir sind mal in der Klasse gewesen, haben gefilmt, weil da eine besondere Form des Unterrichts gemacht wurde. Sind wir mit Kamera in die Klasse, haben gefilmt. Und in dem Kontext hatten wir uns überlegt, das ist ja eigentlich sowas wie eine Expedition. Man geht irgendwie mit Kamera raus und filmt seltene Pflanzen und Tiere, ne? Also besonderen Unterricht. So. Und dann hatten wir überlegt, ah Mensch, was wir eigentlich mal machen könnten, ist eine richtige Expedition. Also einfach mal so 10 Tage lang quer durch Deutschland fahren und gute Bildungsprojekte einfach filmen und übers Internet übertragen und dann so Diskussionen führen, wo Leute per Twitter mitmachen können, Rückfragen stellen können. Und das Blöde ist, wenn so eine Idee mal geboren ist, ja, dann können Sie da eigentlich nicht mehr zurück. Das ist jetzt eine Idee, das müssen wir eigentlich machen. Und dann haben wir das tatsächlich auch gemacht. Wir sind quer durch Deutschland gereist und haben gefilmt. Das heißt, sind wir mit einer interessanten Frage konfrontiert worden von Michael Kerres in Duisburg, den haben wir auch besucht. Der hat uns gefragt, was man sich fragen könnte, ist das, was Sie jetzt machen, hier durch Deutschland reisen, Unterricht filmen, ist das Forschung? Das war eine interessante Frage, mit der war ich gar nicht konfrontiert, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Und ich habe aber im Nachhinein darüber nachgedacht und gedacht, natürlich ist es Forschung. Ja? Man reist rum und schaut hin und beobachtet und sammelt Informationen und gewinnt Erfahrungen. Und das ist natürlich eine forschende Haltung. Ich bin interessiert an der Umwelt, bin interessiert daran, was wird irgendwo gemacht und versuche daraus für mich Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Das war jetzt keine wissenschaftliche Methodik. Okay, das ist was anderes, wissenschaftlich vorzugehen. Aber es war eine forschende Haltung und ich habe da Dinge gelernt, die mir selbst auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit weiterhelfen und in meiner Lehrtätigkeit. Und ja, das sind Erfahrungen, die ich nicht missen will. Und sowas sollte man auch als Forscher tun dürfen. Man arbeitet nicht nur rein mit wissenschaftlichen Methoden. Eine andere Sache, da mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Wir machen gerade einen Massive Open Online Kurs zum mathematischen Denken.
Das ist auch so eine Sache, wo man sich eigentlich viel mehr Aufwand einhalst, als man eigentlich haben müsste. Ja? Und zwar machen wir jetzt einen Open-Online-Kurs, das heißt ein Massive Open-Online-Kurs, einen Online-Kurs für Teilnehmer, die irgendwo in Deutschland sitzen, die auch gar keine offiziellen Studenten sind, sage ich mal, sondern die an Mathematik interessiert sind, machen wir einen Kurs. So. Da haben sich jetzt mittlerweile 2500 Leute eingeschrieben. Sie können da auch mitmachen, wenn Sie wollen, einfach hier unten die URL aufrufen, einschreiben, kostet nichts. Da sind ja 2500 Leute beteiligt. Und jetzt kann man fragen, warum macht man das? Was ist das wissenschaftliche Interesse dran? Wir beforschen auch unsere eigenen Lehrveranstaltungen. Wir versuchen, unsere eigenen Lehrveranstaltungen methodisch zu optimieren. Und unter anderem haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in unseren eigenen realen Lehrveranstaltungen Online-Bereiche einsetzen, Online-Foren oder Wikis oder Ähnliches, in dem Studierende miteinander sich über Mathematik austauschen müssen, dass in diesen Online-Bereichen wenig passiert. Das ist nicht nur unsere eigene Erfahrung, sondern es ist die Erfahrung von ganz vielen anderen Menschen auch, die das versucht haben. Ne? Online sich in Diskussionen zu begeben und miteinander auszutauschen, das macht niemand von sich aus, das machen nur die wenigsten von sich aus, das muss man didaktisch gut anregen. Und unsere Idee war jetzt, wir machen einen Open-Online-Kurs, wo wir uns 2500 Menschen in die Hochschule reinholen, die aber nur online teilnehmen. Und wir haben aber zusätzlich unsere realen Studenten hier vor Ort, die sich auch mit diesen Inhalten auseinandersetzen müssen. Und unsere Hoffnung und Idee ist jetzt, dass wir jetzt damit ein Szenario schaffen, mit dem wir eine Motivation für unsere Studierenden haben, sich online zu beteiligen. Weil da sind 2500 Leute, die einen Ansprechpartner brauchen, die aber nur online da sind. Das heißt, unsere Studierenden können mit diesen Menschen nur online in Kontakt treten. Das ist unsere Hoffnung, dass wir das über den MOOC schaffen. Ja, das geht jetzt los. Also gestern ist es gestartet mit 2500 Teilnehmern und geht jetzt richtig los. Ab nächster Woche kommen unsere Studenten zu und dann geht's heiß her da online. Und die dritte Sache, die wir jetzt gerade ausprobieren, ist Creatures of the Night. Das sind auch Kollegen, die mit mir das gemeinsam machen. Creatures of the Night. Wir haben ein weiteres Praxisproblem und deswegen habe ich es vorhin angesprochen, immer also nach Möglichkeit von realen Praxisproblemen ausgehen. Wir haben im Lehramtsstudiengang Grundschule Studierende, die Mathematik nicht vertiefend studieren, sondern Deutsch und tendenziell, sage ich mal, eher diejenigen sind, die weniger Interesse an Mathematik haben, eher sogar vielleicht angstbesetzte Erfahrungen früher in der Schule gemacht haben, deswegen vertiefen sie jetzt nicht Mathe, sondern Deutsch. Diese Studierenden gibt es. Und ja, wir haben das Problem, dass in der Lehrveranstaltung am Ende auch nicht direkt eine Prüfung ist, sodass wir ein Problem der Motivation haben dieser Studierenden. Und jetzt versuchen wir, andere motivationale Maßnahmen zu ergreifen, um die Studierenden dazu zu bringen, tatsächlich sich auch für Mathematik zu begeistern. Und eine Sache ist Gamification, das ist ein Begriff, wir versuchen Lehrveranstaltungen zu gamifizieren, das heißt mit Spielelementen anzureichern. Wir haben keine Mathematikveranstaltung, sondern wir spielen Creatures of the Night, das sind zwei Vorlesungen, die daran angebunden sind, nämlich eine vom Herr Werle und eine von der Frau Plicht. Die eine Vorlesung, die heißt nicht Vorlesung, sondern Ratsversammlungen heißen die, genau. Da sind die Werwölfe, die anderen sind die Vampire und die spielen gegeneinander und hier gibt es eine Online-Umgebung, in der sie dann auch Dark Missions und Bloody Challenges machen müssen, um gegeneinander anzutreten und dann gehen diese beiden Gruppen treten gegeneinander an. Und ein Element davon ist auch, dass man die Dinge umbenennt, die Vorlesung heißt Ratsversammlung, die Übungsgruppen heißen Clans-Treffen und so weiter und so weiter und wir versuchen das damit zu machen. Und wenn man bestimmte Dinge in dieser Online-Plattform gemacht hat, dann kriegt man Badges, dann wird man auf einmal zum zum Tracker oder so, weil man einen Tracker-Badge hat. Ja? Ja, also das ist auch so eine Sache, wo wir jetzt gerade versuchen, verrückte Ideen umzusetzen und das letztlich dann auch zu beforschen. Ja? Und das Interesse daran, an diesen Dingen, ist nicht aus der Beschäftigung mit Methoden entstanden, sondern aus der inhaltlichen Beschäftigung und aus realen Praxisproblemen, vor die wir uns gesetzt sahen. Okay, in diesem Sinne, verstehen Sie mich nicht falsch, kein Plädoyer gegen Methoden, im Gegenteil, methodisches Vorgehen ist wichtig, wissenschaftliches Arbeiten ist wichtig, sauberes Arbeiten, man darf dabei nur nicht vergessen, das Interesse an den Inhalten. Und wenn man beides miteinander verbindet, also das Interesse an dem Inhalt und damit wissenschaftliche Methoden zu tollen Erkenntnissen kommt, dann hat man auch jede Menge Spaß beim Forschen. Okay, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.